da ist ja was drin. Oh ja. Wow, ja. Wow. Hallo, meine Lieben. Heute haben wir ein neues Video für euch und... Ich bin wieder dabei, leider. Nein, ich freue mich natürlich, dass ich wieder dabei bin. Dadurch, dass unsere Candy Challenge aus Thailand ja so gut bei euch angekommen ist, haben wir gedacht, wir drehen eine Candy Challenge 2.0, aber diesmal mit... amerikanischen Süßigkeiten. Ja, wir waren hier in einem Shop einkaufen, wo es amerikanische Süßigkeiten zu kaufen gibt. Kurz bevor wir das Video starten, schreibt ihr mal... Nee, gebt dem Video mal bitte einen Daumen nach oben, wenn Willi... Was wird das jetzt? Wenn ihr wollt, dass Willi mir ein Outfit kauft. Also ich würde ihm Geld geben, dass er mir so ein Outfit kaufen kann. Ich kann sowas echt gar nicht. Genau, genau. Und deshalb finde ich das so interessant, wie er das machen würde. Also gib mir bitte einen Daumen nach oben. Okay, Leute, also Willi möchte 150 Daumen nach oben haben, um dieses Video zu drehen. Das finde ich. Und wenn das nicht... Ja, ich weiß, es ist hoch angesetzt und ich hoffe, das ist auch so. Oh, Leute, bitte. Damit die nicht erreicht werden, weil ich echt gar keine Lust eigentlich darauf habe. Genau, Willi hat nie Bock auf sowas und Willi kann das wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Deshalb würde ich mich da so drüber freuen. Bitte, bitte, bitte. Also bitte nicht. Bitte. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Video. Ich freue mich ehrlich gesagt wirklich schon total jetzt darauf. Willst du anfangen, was rauszugreifen? Ja, ich guck mal nicht hin, oder? Ja, ne? Mach mal so nach Gefühl. Oh, das fühlt sich wieder mit klein an. Ach so. Das sind M&M's. M&M's White Candy Corn. Also ich kann mir nicht ganz so was drunter vorstellen. Corn ist ja eigentlich Mais. Also hätte ich jetzt gedacht, dass es was mit Mais zu tun hat. So, dann nimm dir mal einen. Ich nehme orange und du nimmst Geld. Ich nehme Geld, kann weiß nicht. Oh, die riechen aber gut. Ich nehme weiß. Okay. Ein weißer M&M. Also nach nichts anderem sieht es aus. Na dann, Prost. Ja, Prost. Scheiße. Ey, ganz im Mund. Okay. Man merkt nach Schokolade, irgendwie nach weißer Schokolade überzogen mit. Ja, aber schmeckt gut, finde ich. Ja, ich finde es lecker. Mal gucken, ob dein weißer auch so schmeckt. Oh, ich finde, es schmeckt eigentlich genau wie weiße Schokolade einfach. Bloß so ein bisschen Smartie-mäßig, aber wie heißt Schokolade? Ob weiß, orange oder gelb, ist anscheinend dasselbe. Aber schmeckt doch schon gut. Ja, dann kann es lecker. Wollen wir die mal bewerten, die Süßigkeiten? Auf einer Skala von 1 bis 10? Für mich eine 8. Also 1 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste. Ja, dann ist für mich eine 6,9. Oh, nee. Oh. Nein. Oh, nee. Das sind, ja. Gummibärchen aus Bier. Mit Biergeschmack. Keine Ahnung. Und ich habe eigentlich nicht so Lust drauf. Oh, ich auch nicht. Gar nicht. Boah. Boah. Ich finde, das riecht nicht nach Bier. Nee, das riecht nach Obi oder so. Wie diesen Baumarkt. Lass mal eine teilen dann. Ach so, was ich vielleicht noch sagen sollte, das ist natürlich nur unser Geschmack. Einige haben sich anscheinend letztes Video ein bisschen angegriffen gefühlt, weil wir irgendwie Süßigkeiten nicht lecker fanden. Das ist einfach unsere persönliche Meinung, ne? Das kann ja jedem anderen schmecken. Na dann, guten Appetit. Ja. Bah. Ja, so bitter. Mhm. Das schmeckt so, wie als wenn man Kleber riecht oder so. Finde ich doch. Boah. Oh, ist aber echt eklig. Ist nicht mein Favorit. Nee, meins auch gar nicht. Auf keinen Fall. Aber es schmeckt auch nicht nach Bier, finde ich. Also, ja. Schmeckt nach Kleber, ja. Kleber. Also eine 8. Eine 8? Krass. 2. 1. 1. Das geht noch schlimmer als 2. Na gut, 2. Okay, stimmt, 2. Tada! Jelly Bellies von Dr. Pepper. Wahrscheinlich mit... Cola-Geschmack, so wie es aussieht. Ich dachte, das wäre mit Pfeffer der Geschmack. Ja, voll dämlich. Na okay. Dann, auf die Plätze, fertig. Fertig, los. Die schmeckt gut. Schmeckt aber auch nicht nach Cola, oder? Nö, ich finde nach Kirsche. Ja, genau, ja. Aber auch nur ganz leicht. Vielleicht ist das diese Kirsch-Cola. Ah, Dr. Pepper ist, glaube ich, Kirsch-Cola. Ja, ne? Nein, ne? Die esse ich auf jeden Fall. Ja. Du wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich nicht so. Aber ich bin auch nicht ein Gummibärchen-Fan. Mhm. Waren nicht besser als die M&M's, deswegen kriegen sie nur eine 6,5. Ja, von mir eine 7. Oh ja! Habe ich noch nie gehört. Ich freue mich richtig doll drauf. Ich habe die noch nie probiert und schon in ganz vielen Videos mal gesehen, wo so American Candy Challenges gemacht wurden. Und da waren alle immer...
Also entweder total begeistert oder total abgeneigt davon. Deshalb bin ich mal gespannt, was wir dazu sagen. Sieht so aus wie bunte Zuckerkrümel, so ein bisschen wie bunte Streusel irgendwie. Auf die Plätze, fertig, los. Mm. Ich bin sauer. Schmeckt lustig doch. Aber die finde ich bis jetzt am besten. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Doch, die haben so einen sauren Beigeschmack. Ja. Da würde ich sogar eine 7 vergeben für. Ich habe mir die irgendwie ganz anders vorgestellt, ne? Die sind echt sauer und zuckrig so. Süß. Ich bin dran. Warte! Okay. Doch, ich finde es auf jeden Fall so gut wie die M&M's. Also eine 8. Snickers. Oh! Also das, was jeder kennt und jeder isst. Aber. Aber mit Mandeln und Marshmallow. Ich habe immer noch die im Mund. Ich bin noch gar nicht fertig. Na, dann mach mal schneller. Also das kann ich euch versprechen, wird bestimmt lustig, weil Willi kein Marshmallow mag. Boah, also erstmal dunkle Schokolade. Genau. Mag ich auch nicht. Ich mag gar nichts. Schmeckt voll. Mhm, muss ich auch sagen. Echt? Mhm. Du machst... Was? Mhm. Das ist ja echt krass. Schmeckt aber nicht nach Snickers, muss ich sagen. Schmeckt eher nach Mars. Ja, genau, Mars. Mars-Eigenschaften, dieses Mars und dunkler Schokolade. Hm. Stimmt, warum habe ich eine bunte Zunge? Weil die... Bestimmt die Nerds. Note? Ja, also besser als alles bis jetzt, würde ich sagen. Deswegen gebe ich... Bin total erstaunt in diesem Video von dir. Deswegen würde ich jetzt einfach mal eine 7,7 vergeben. Ja, von mir gibt es auch eine 8. Das heißt auch. Naja, wie für fast alles andere auch. Und den anderen dazu nicht. Ich hab den anderen schon gefunden. Ja, war schon. Also wir haben hier nämlich zwei so eine Fireballs. Atomic Fireballs. Atomic Fireballs. Das ist ein cooler Name, aber. Ich kenne immer noch die von früher, weißt du, diese. Oh, wie hießen die denn? So eine Riesenbälle? Monsterbälle. Ja, Monsterbälle. Monster. Achso. So vielleicht ist das sowas, ich weiß nicht. Denk der mal. Ist scharf. Ich glaube, der ist scharf. Boah, ja! Ich glaube, der. Geht gar nicht aus. Der ist total scharf. Guck dir mal ein bisschen. Aber er schmeckt so nach Zimt. Oh. Zimt. Mir wird so heiß. Eine schöne Zimtschärfe. Oh, ich muss den rausmachen. Nö. Langsam wird er echt scharf, aber irgendwie schmeckt so wie, als wenn man den Zimt über den Milchreis drüber macht. Also wie der Zimt halt, Zucker und Zimt, bloß eben ganz scharf irgendwie. Mm. Aber ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Vorausgesetzt, man steht total auf scharfe Sachen. Tja. Oh, nee. Die anscheinend nicht. Oh nee, Leute, ich kann das echt gar nicht. Es schmeckt irgendwie, weil es der Zimtgeruch ist, aber ich finde es viel zu scharf. Mir ist richtig warm, sieht man vielleicht. Oh. Oh, vorne an der Zunge ist schärfer. Oh. Ja, ich hab den nämlich nur vorne gehabt. Ja, das ist keine gute Idee. Ah, oh, jetzt merke ich. Aber hinten, oh ja. Aber hinten geht's. Aber wenn man vorne hat, dann ist scharf. Ja, scharf ich nicht. Jetzt ist er rosa. Ja, voll niedlich. Den Geschmack mag ich, das Scharfe kann ich überhaupt nicht ab. Deshalb gibt's von mir eine 4. Vielleicht so als Gag-Geschenk, so. Zu sagen, hey, das ist ein süßer Lutschball, kannst du mal lutschen? Kleinen, kannst du mal lutschen? Kleinen Bruder oder kleine Schwester gibt oder so, vielleicht eine 6. Ah ja. Eine normale Tafel Schokolade, Reese. Ich habe gehört, es soll wirklich lecker sein. Ich bin eigentlich nicht so Peanut Butter Freak mäßig. Oh, aber oh, können wir die sehen eigentlich? Oh. Ein bisschen dreckig, aber... Das riecht nach Snickers. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Mmh. Oh, weh. Mir fällt alles runter. Interessant, schmeckt aber gut eigentlich. Mhm. Ja. Wie salzige Schokolade. Mhm. Aber mir schmeckt mit Erdnuss. Genau, es riecht nach Snickers, schmeckt nach Erdnuss. Butter mit ein bisschen Schokolade. Genau. Ja. Ist nicht ganz so meins. Also man kann es auf jeden Fall essen, deshalb ist es für mich eine 5. Und für mich eine 7. Okay. Ich hab die Twizzlers. Sagen wir uns auch ein, ne? Ja, oh, riecht total künstlich nach Erdbeeren. Mmm, da ist ja was drin. Oh ja. Wow, ja. Schmeckt nach Gummi. Ich habe mir das echt lecker vorgestellt, muss ich sagen, und ich bin jetzt ganz schön enttäuscht. Okay, 4. Ja, 4 ist gut.
Ja. 4,5. Oh. 4. Wir bleiben bei 4. Nee, warte, shit, ich weiß nicht, wie der heißt. Twinkies. Twinkie. Genau. Twinkie. Wollte ich unbedingt dabei haben, weil aus dem Film Zombieland kennt man die Twinkies, der eine Typ steht total da drauf und der riskiert sein Leben dafür. Und jetzt wollte ich mal kosten, ob es das wirklich wert ist. Ich meine, ich kenne den Film, aber ich kann mich an diese Stelle überhaupt nicht erinnern. Ja, das ist echt. Ja, obwohl ich den, glaube ich, schon mehrere Male mit dir geguckt habe sogar. Ja, das kann auch sein, ja. Guten Appetit. Riecht nach Apfelkuchen. Nach Käsekuchen. Du hast eine Menge Sahne drin, so wie es aussieht. Eine ganze Menge Sahne. Mhm. Oh, oh, oh. Aber es ist lecker, muss ich sagen. Ganz es, ist ganz schön, na, es ist ganz schön viel Sahne drin. Ich glaube, man ist echt nach dem halben schon bedient. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Hey, merken wir uns, würde ich sagen. 8,5. Oh. Ja, von mir gibt es eine 7. Ach ja, wir haben noch einen Milky Way. Ach, und zwar ist es einfach ein Karamell Milky Way anscheinend. Simply Caramel. Caramel. So. Oh. Oh, Mann. Hab gar nicht gemacht. Nee, nicht du. Oh, ja. Da ist nur Karamell drin. Mhm. Aber der schmeckt am besten. Der schmeckt richtig geil. Mhm. Auch. Mhm. Was mich immer total nervt an so einem Karamelldingern, ist echt, dass man das nicht schön essen kann und alles hier immer raustropft. Ist dir egal. Guck, hängt auch schon alles hier runter an deiner Lippe. Ich muss sagen, also jetzt ist es einfach unsere Meinung, oder meine zumindest, dass die amerikanischen Süßigkeiten, zumindest die, die wir jetzt ausgewählt haben, sehr viel besser geschmeckt haben als die asiatischen. Ich glaube, weil aber die amerikanischen auch einfach eher an dem europäischen Ideal sozusagen dran sind. Ja, ich mag es auch. Also, aber unsere Süßigkeiten finde ich trotzdem besser. Also. Ja, also die sind schon sehr süß, finde ich. Also Amerika haut auf jeden Fall einen Zucker rein. Naja, es war auf jeden Fall mal wieder sehr interessant. Also Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt. Nein. Wie Willi mich stylt. Ich würde es so toll finden. Bitte, 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 bitte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. So sieht's aus. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen. Tschüss.